und hier sind wir schon wieder auch eins weitergegangen. Wir befinden uns jetzt am Stand von Kühnel und Heuer. Neben mir steht die Adele, die Frau Kühnel von Heuer persönlich. Und wir werden uns jetzt ein bisschen was angucken, weil wir haben auch was ganz Besonderes. Na, mich und die Frau Kühnel wird uns das jetzt ein bisschen erklären. Hallo. Hallo zusammen. Ja, wir haben, die Firma Kühnel und Heuer hat dieses Jahr den Deutschen Musikinstrumentenpreis gewonnen. Das ist jetzt auch nicht so einmalig für uns, muss ich sagen. Wir haben das schon 6 Mal gewonnen mit verschiedenen Instrumenten. Dieses Jahr war ausgeschrieben die Tenorposaune und unser Modell Bad van Lier 512, das ist dieses Modell hier, hat also dieses Jahr den Deutschen Musikinstrumentenpreis gewonnen. Wir haben jetzt auch unseren Instrumentenbauer dabei, das ist der Ingo Bauer. Der kann dann vielleicht auch noch ein bisschen speziell, was jetzt dieses Modell auszeichnet, aus unserer Vielzahl von Posaunenmodellen. Ja, hallo Ingo, grüß dich. Hallo. Erzähl uns doch ein bisschen was über die schöne Posaune. Also das ist das Sicherinstrument des Instrumentenpreises 2014. Da kann man dazu sagen, das ist aus der Bad van Lier Serie das größte Modell, von der Bohrung her gesehen. Da gibt es 3 verschiedene Modelle. Und das ist im Vergleich eine richtige Allround-Posaune, kann man sagen. Damit kann man alles spielen. Jazz, man kann Jazz mitmachen, man kann für kammermusikalische Sachen nehmen und so weiter. Das ist mal die Kurzbeschreibung des Instruments. Wunderbar. Kannst du uns vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was nur zum Material noch, dass wir noch ein paar Infos von der tollen... Ja, das ist jetzt Messing, alles in Messing gebaut und die Züge sind aus Neusilber. Das ist ein Material, da ist Nickel drin, das ist dann korrosionssicher. Wunderbar, vielen Dank. Frau Kühnel, schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Was haben Sie uns denn noch für schöne Neuheiten mitgebracht? Die Neuheit ist dieses Jahr eine Bassposaune mit Hackmann-Ventilen. Also für das große Orchester. Die ist also mit Hackmann-Ventilen ausgestattet. Wir haben die auch mit normalen Quad-Ventilen, die also schon viele Jahre bei uns im Programm sind. Die Neuheit ist halt in diesem Jahr diese mit Hackmann-Ventilen. Und ebenso eine Kontrabass-Posaune, die halt nur bei speziellen Musikstücken wie bei Wagner eingesetzt wird. Das ist also nicht so diese reguläre Posaune, die in jedem Orchester gebraucht wird. Aber die natürlich auch bei uns gebaut wird. Wunderbar. Die sehen auch absolut wunderschön aus. Als wir angekommen sind, haben wir noch was gesehen. Ihr habt noch was Neues im Trompetenbereich. Wollen wir kurz rübergehen? Also wir haben auch Drehventil-Trompeten im Programm. Und da haben wir also auch dieses Jahr ein neues Modell mit dabei. So. Das ist hier eine B-Trompete mit einer neuartigen Maschine jetzt für uns. Die hat einteilige Züge. Wenn man das vielleicht einmal demonstriert, sieht man hier, dass sonst sind die Züge hier angesetzt und hier sind die Züge angezogen. Das wirkt sich halt dann beim Spielen wieder auf eine bessere Ansprache aus und anderes Spielgefühl. Und ja, das ist vielleicht das, was man das Besondere an diesen Instrumenten sagen kann, diese Maschinenbau. Und sonst hat es halt ein relativ großes Schallstück. Und daher auch für ein Orchesterinstrument kann man das im großen Orchester spielen. Wunderbar. Was ich noch entdeckt habe, wir hatten da letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, aber wir hatten ihn ja erst zu Besuch bei uns im Januar, der Herr Burba. Vielleicht können wir noch 1-2 Sachen noch mal kurz zeigen. Ja, gerne. Der Professor Malte Burba ist ja sehr viele Jahre schon mit unserer Firma verbunden. Wir haben Perinet-Trompeten mit ihm zusammen entwickelt. Das ist diese Malte Burba Line. Letztes Jahr war das neue Modell, das Modell Premium mit diesen patentierten MAW-Ventilen. Aus dieser Linie gibt es auch ein Flügelhorn, eine Piccolo-Trompete und so eine kleine Pocket-Trompete, die als Show-Instrument eingesetzt werden kann. Wunderbar. Frau Kühnel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen noch schöne Messetage. Ja,